Können wir durch die Aktivierung irgendwie mehr Strom erzeugen? Ich glaube nämlich, dass da, nachdem wir den ersten Knopf gedrückt haben, ein Strich da hoch, also ein Strich mehr war bei dieser Ladeanzeige. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das tatsächlich irgend so einen gewissen Effekt ausübt. Tatsache. Jetzt guckt er wieder her. Mal schauen, was jetzt passiert. Dass er da echt keinen Kommentar dazu abgibt, so wegen, warum dreht sich da unten auf einmal irgendwas? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also, das ist schon ein bisschen komisch, wo doch immer so penibel darauf reagiert wird, wenn irgendwie plötzlich jemand... Ach Mist, da haben wir jetzt weniger. Na, kann er seinen Kopf hier mal ganz kurz wieder wegtun? So. Ja. Irgendwie glaube ich, dass wir irgendwas davon gebrauchen könnten. Die Waffenplattform hat mir auf jeden Fall noch nicht gedrückt. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das vorletzte die meisten Striche da... Ach so, mit mal. Ich glaube, das... Obwohl, nee, das wäre sinnvoll. Naja, schon was passiert. Schauen wir einfach mal. Aber wenn jetzt die Waffenplattform aktiviert wird, dann müssten wir doch eigentlich auch gleich ein bisschen was abgreifen können, oder? So. Ja, bitte? Du hast nichts zu sehen. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nichts. Ich frage mich auch gerade, was das für ein komisches Ding jetzt da ist. So, und dann drücken wir mal den Anatomie-Knopf. Das wäre das Letzte. Was passiert? Oh, oh, oh! Die Rune, sie bewegt sich! Ja, sehr geil! Und noch ein Brief von Delilah.
Kirin, du hast gefragt, wie das Nichts aussieht und sich anfühlt, wenn es mit einem richtigen Ort vergleichbar ist. Hier ist meine Antwort. Befasse dich nicht mit solchen Angelegenheiten. Es ist so wirklich wie alles, was ich bisher erlebt habe. Aber wenn du es verstehen würdest, wüsstest du, dass solch eine Aussage so wenig Sinn macht, wie die Aussage, dass ich tot war. Das Nichts ist unbeschreiblich. Es ist unendlich und es ist nirgends, in ständiger Veränderung und fortwährend. Es gibt mehr Dinge im endlos schwarzen Nichts, Kirin Jindosh, als sich eure Naturphilosophie erträumen kann. Lass die Finger von Dingen, die außerhalb deiner Reichweite liegen, und sei froh, dass du mit mehr Erkenntnis gesegnet bist als die meisten Menschen. Aha! Der Elektroschocker müsste jetzt funktionieren. Sauber. Dann aktivieren wir ihn mal. Wenn ich Jindosh in die Maschine stecke, zerstört sie einen Teil seines Geistes. Wie kriegen wir jetzt da runter? Indem wir uns auf uns aufmerksam machen? Müssen wir das jetzt machen? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Jindosh! Hallöchen! Hallo! Jindoshua! Kirin! Mr. Kuririn! Hallo! Alter. Wissen wir jetzt irgendwie? Guck mal, da gibt es ja zwei Schalter. Aber das sind vermutlich alles dieselben, oder? Anatomy Optics Woodcraft, ja. Das ist alles dasselbe. IT Weapon Optics. Ja, ist alles das gleiche. Ja, hast du mich gesehen? Alter. Vielleicht muss ich es doch einfach provozieren. Kirin, hallo. Komm doch runter. Also es reicht jetzt. Kommen Sie raus und stellen Sie sich mir. Wo ist sie, verdammt? Beende sie dieses triviale Katze. Wenn ich Jindosh in die Maschine stecke, zerstört sie einen Teil seines Geistes. Ach, hier müssen wir ihn reintun. Oh. Jetzt checke ich das. Oh, Moment. Das heißt, wir müssen ihn einfach nur bewusstlos machen und ihn dann da reinstecken. Ich bin ja doof. Okay, Moment. So. Bevor wir ihn aber nach unten bringen, will ich erst mich abchecken, was es hier gibt. Oh Gott, Kabelwerkzeug, dankeschön. So. Konditionierung Sokolovs, das ist wieder das gleiche. Notiz für Kirin Jindosh.
Kirin, ich hoffe, diese blassen Sterne blicken gnädig auf unsere Versuche, Rab Sokolovs Gunst zu gewinnen. Aber wenn der alte Bock nicht nachgibt, kann ich eine Alternative dazu anbieten, ihn lediglich in ihren Vorführraum zu sperren und dieser grausamen Elektrotherapie zu unterziehen. Ich habe ein neues Bildnis begonnen, ein Bildnis von Sokolov. Mit der Zeit kann ich damit vielleicht Einfluss auf ihren verehrten Gast ausüben. Durch ein Bild? Soll das Psychospielchen werden, oder was? So. Gibt es hier noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Irgendwas. Ein Büchlein. Mein Reisen nach Pendysien. Und das war's. Dann hier noch. Warte, was war das? Achso, aufmachen, aber da gibt es nichts. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Achso, hier kommen wir wieder zum Dingens. Achso, stimmt, wir hätten ruhig auch den Fahrstuhl nehmen können. Haha. Egal, das ist viel zu langweilig. Wir machen das lieber auf die coole Art. Okay, das war's. Gut. Dann stecken wir ihn da mal rein und verwenden seine Mittel mal gegen ihn. Tja. Okay, und aktivieren. Was sie da tun. Alles, ich gebe ihnen alles, was sie wollen. Aufhören! Weg! Es geht alles verloren! Eine Ära des Fortschritts! Ja, das ist mir egal. Das hatten sie also mit Anton Sokolov vor. So. Und wenn ich die Säure auf ein Kupferblech gebe. Was passiert dann? Ich wusste es noch. Eben gerade. Weiß jemand die Antwort? Ja, auf jeden Fall. Wir können aber keinen Öffner. Ich hatte eine Idee, aber jetzt nicht mehr. Na, wir können nichts mehr machen. Ach so, jetzt auf einmal, oder was? Sie können, wir können mich nichts mehr drücken. Nicht durch diese Maschine geschickt haben. Aber, Moment, was macht die? Ja, egal. Wir haben ihn auf jeden Fall neutralisiert, das reicht ja. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden, das ist der falsche Weg. Ja, das tut mir leider leid. So, wir müssen nach unten. Genau, wir müssen in den Wartungsraum. Dann hoffe ich mal, dass wir von dort aus wieder dahin kommen. Jawohl. Oh, hier gibt es auch noch einen Hebel. Was macht der? So. Da unten ist auch ein Knochenartefakt. Da ist noch ein Knochenartefakt. Und das war's. Zwei Knochenartefakte gibt es also noch. Beide befinden sich unter uns. Also vermutlich irgendwo da.
Und wo ist der, den wir hier erledigt hatten? Beziehungsweise der uns theoretisch noch erledigen könnte? Ist der abgehauen? Hier kommen wir aber nicht durch. Also da gibt es auf jeden Fall noch Knochenartefakte. Dann gehen wir mal weiter nach unten.